Mein Gott, ist ja schon wieder 5:30. Und damit beginnt ja offiziell in allen Familien, die sich noch bei diesem Fest bürgerlicher Geheimnistuerei bedienen, der nervöse Teil der Bescherung. Deshalb stecke ich mir vorbeugend einmal im Jahr zunächst mal eine Zigarre an. Überlege in aller Ruhe, welche formalen Prinzipien ich dieses Mal zur Ausschmückung des schönen Baumes anwende. Habe ich dann den Baum nach einigen Schnitzereien mit einem Sägemesser glücklich in den Christbaumständer gezwängt, weiß ich auch schon, wie ich es mache. Dieses Mal werde ich endlich dem Prinzip huldigen, je schlichter, desto vornehmer. 2, 3 Kugeln. Vier bis fünf Kerzen, hier und da einen Silberfaden. Aus, Schluss, aus, Ende. Ist ja ein Baum und keine Hollywood-Schaukel, nicht? Ja. Das soll natürlich nicht heißen, meine Lieben, dass wir nicht genug Kugeln und Kerzen, Lametta und Engel, Glöckchen und Trompetchen, denn im Gegenteil, ich könnte damit drei schöne Bäume schmücken. Und schon erhebt sich ja die Frage, nur bunte Kugeln oder nur silberne, nur weiße Kerzen oder nur rote, Engelhaar oder kein Engelhaar. Ja, was sollen meine intellektuellen Freunde denken, wenn die am zweiten Feiertag zu Besuch kommen und sehen dann einen merkwürdigen Mischmasch aus Sentimentalität und Kunstgewerbe, nicht wahr? In diese meine präzisen ästhetischen Überlegungen hinein platzt die Frieda mit dem Ruf: Wie weit bist du? Um 6 Uhr ist Bescherung. Das schaffe ich nicht, rufe ich zurück. Ich kann dir den Baum nicht übers Knie brechen, nicht? Wir haben zu Hause, sagte Frieda, immer um 6 Uhr die Bescherung gehabt. Wir haben die Bescherung immer um 7:30 gehabt, habe ich gesagt. Wir haben sie um 6 gehabt, sagt die Frieda. Um 6 Uhr schon Bescherung. Hier, das ist da, warum nicht schon um 4 oder schon im Oktober? Ja. Wir haben die Bescherung immer um 7:30 gehabt. Manche Leute haben ja die Bescherung erst am anderen Morgen, ne? Ja, und wann sollen wir essen, fragt die Frieda. Ja, so nach der Bescherung. Also um 9 Uhr, bis dahin bin ich ja verhungert. Wer hat übrigens das Marzipan gegessen, das hier auf der Truhe lag? Ich nicht, ruft die kleine Frieda aus der Küche. Also sagt die Frieda, wenn du jetzt nicht den Baum in einer Viertelstunde fertig hast, dann könnt ihr eure ganze Bescherung sonst wohin stecken. Ja, ich sag, vielleicht fängt schon mal einer an zu singen, nicht? Desto leichter geht mir der Baum von der Hand. Und alle bisherigen ästhetischen Überlegungen nun über den Haufen werfend, überschütte ich den schönen Baum mit allem, was wir haben, dass man schließlich am Ende von lauter Glanz und Gloria keinen Baum mehr sieht, ne? Und die Frieda kommt rein und sagt, hast du ja doch wieder so gemacht wie im vorigen Jahr. Wahnsinn. Das nächste Mal schmücke ich den Baum. Ja, sag ich, wenn ich mir keine Zeit lasse, dann kann natürlich kein Kunstwerk entstehen, klar. Nur steh eben mal nicht rum, sagt die Frieda. Geh jetzt mal raus, ich muss nämlich jetzt hier die Geschenke packen und aufbauen. Ja, wo soll ich denn hingehen, fragt. Darf ich vielleicht ins Wohnzimmer? Nein, ruft dann meine Schwägerin, die inzwischen eingetrudelt ist. Dass mir keiner ins Wohnzimmer kommt. Und in die Küche darf ich auch nicht. Da bastelt nämlich die kleine Frieda an diesem, wissen Sie, mit so einer Schere, an diesen entzückenden Kringelschleifchen herum, nicht wahr? Für jedes Bäckchen. Die Frieda kommt aus dem Christbaumzimmer und sagt, Augen zu. Ich halte mir die Augen zu und sage, ins Bad, nur bei meiner Leiche, da habe ich mir meine Geschenke versteckt, nicht wahr? Und so geht das die ganze nächste halbe Stunde. Dreh dich mal um, guck nur nicht unter den Teppich. Wer hat den Schlüssel wer hat den Klebestreifen? Ich brauche noch Klebestreifen. Ich war, willst du wohl von der Tür da weggehen? Ja, meine Mutter hat das alles alleine gemacht. Das ist gemein, du hast geguckt. Ich war, such lieber mal die Streichhölzer. Die paar Minuten ist ja wieder warten können. Bis es dann endlich soweit ist. Aber selbst da kommt bei uns keine Ordnung zustande. Ja, dann heißt es nämlich, wer packt zuerst aus? Du, nein, ich doch nicht. Zuerst das Kind, dann du. Nein, du dann. Wieso ich? Also dann du und dann ich. Also ich zuletzt, bitte. Nun werden Sie vielleicht fragen, mit Recht fragen, wird denn bei Ihnen gar nicht gesungen? Wird denn bei Ihnen nur eingepackt und ausgepackt? Doch, natürlich. Eine Strophe wird schon gesungen, aber dann fällt das Singen meist auseinander, nicht wahr? Aber wissen Sie, beim Einpacken und Auspacken, da sind wir alle so nervös und so verlegen. Dabei merkt man ja die Liebe und den Frieden und den Menschen ein Wohlgefallen viel stärker als beim Singen. Ja. Und müssen wir überprüfen, also in den nächsten Tagen, nicht wahr? Und der Baum, der kann dann sein, wie er will. Also groß oder klein, dürr oder dicht, bunt oder schlicht. Alle sagen dann jedes Mal, auch diesmal sicher wieder, also der Baum. Der Baum ist wunderschön.
Danke.